Gratulation zu 303. Es ist sehr, sehr schön, einen Liebesfilm zu sehen, der in erster Linie Wert auf Authentizität und nicht auf Kitsch setzt. Und das ist Ihnen in meinen Augen sehr gelungen. Und da will ich gleich mal fragen, weil mir ist beim Schauen des Films schon aufgefallen, dass es da viele Parallelen zu Richard Linklaters Before-Trilogie gibt. Und Sie haben das dann ja auch gestern im Publikumsgespräch nachher angeschnitten. Und ich habe da nämlich dann online gelesen, dass Sie, glaube ich, auch Kameraassistent Produktionsassistent. Mir hat die Arbeitsweise von Richard Linklater imponiert. Das hat mich sehr stark beeinflusst, dann auch für mein späteres Schaffen. Weil er eben auch so intensiv mit den Schauspielern arbeitet. Über ihn bin ich erst auf John Cassavetes gekommen, der dann auf der Filmschule mein größter Einfluss war. Das ist ein Regisseur, der also die Schauspielkunst im Kino, im Film völlig neu erfunden hat, Anfang der 70er Jahre. Jedenfalls habe ich da bei den Drehern das Originaldrehbuch in die Hände bekommen und war total begeistert und dachte, genau, das muss ich auch mal machen. Einfach diese Verbindung aus Terrin über das Leben und Kino, das hat mich sofort begeistert. Und ja, und dann hat es ungefähr 20 Jahre gedauert, bis ich es dann wirklich geschafft habe, das in einen Film zu packen, weil es wirklich sehr, sehr anspruchsvoll ist, solche Dialoge natürlich klingen zu lassen. Man braucht die hervorragendsten Schauspieler und man muss beim Dialogschreiben halt wirklich diesen Spagat schaffen zwischen, dass es natürlich klingt und diese theoretischen Inhalte. Und Sie haben vorhin schon die intensive Arbeit mit den Schauspielern erwähnt, die intensive Zusammenarbeit. Gestern haben die... Das habe ich mir auch bei Richard Linklater abgeguckt eben. Der hat ja auch mit Julie Delpy und Ethan Hawke, glaube ich, einen Monat in Wien im Hotel an der Mariahilfestraße das Drehbuch geprobt und nochmal zusammen mit denen umgeschrieben. Weil ich fand, dass man praktisch das alles immer so locker und komplett authentisch wirkt und man nie ihnen angesehen hat, dass sie wirklich spielen, sondern es hat alles einfach wahnsinnig realistisch gewirkt. Danke, das war auch mein Ziel, das realistisch wirken zu lassen, damit man einfach auch diese Reise wirklich mit ihnen mitmacht. Und ich deswegen habe ich auch so bewusst auf Hubschrauberfahrten und sowas verzichtet, was du sonst immer hast bei Filmen mit Wohnmobilen. Ich wollte, dass die Kamera nur Positionen einnimmt, die ein Mitfahrer auch einnehmen können würde. Ich fand es bei diesem Film auch sehr toll, dass man nicht zwanghaft irgendwelche Plot-Twists oder Wendungen dem Drehbuch hinzugefügt hat, sondern alles halt probiert dann natürlich verlaufen zu lassen und hauptsächlich auf die Das war natürlich ein Wahnsinnsexperiment und weil alle natürlich in den Filmförderungen, in den Fernsehsendern, die wollen Plot, die wollen Geschichten, weil die Menschen im Kino halt auch immer Geschichten sehen wollen und lieben und das verstehe ich ja auch. Aber in dem Fall wollte ich wirklich, dass es nur um die Freundschaft und die Beziehung zwischen den beiden geht und dass die Inhalte, die sie diskutieren, im Vordergrund stehen. Und dadurch habe ich bewusst den Plot fast auf null reduziert. Der einzige Plot, den es jetzt noch gibt, ist eben, dass sie diese Reise machen. Mhm. Und die Frage, kommen die beiden zusammen oder nicht? Und ich bin wirklich, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, als die Premiere war vorgestern und ich gemerkt habe, die Leute sind nicht gelangweilt und gehen voll mit und es reicht, dieser Plot. Vielleicht sind Leute auch sogar übersättigt von Plots. Ja, du gehst ins Kino und dann, wenn dann dies und jenes passiert, dann weißt du immer schon, okay, du weißt ja eigentlich schon, wenn es weiter. Also bei einer Liebesgeschichte, da kommt immer, nach 30 Minuten kommt der Kuss und dann verlieren sich die beiden, weil die Familie dagegen ist oder er muss in den Krieg ziehen oder irgendeiner wird krank oder so und dann geht es den Rest des Films dazu, dass sie alle Hindernisse überwinden, um doch zusammenzukommen. Das ist der klassische Liebesplot. Und den habe ich ja zum Beispiel jetzt eben nicht gebracht. Und dadurch war es sehr schwer, den Film zu finanzieren. Es ist leider in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland ist halt ein Land, das auf Effizienz getrimmt ist und auf ökonomische Effizienz. Und das heißt, sie wollen eine Sicherheit haben, dass der Film auch funktioniert. Das Wort allein hasst ich schon. Dass er viele Zuschauer macht und die ihre Förderkohle wieder zurückkriegen. Und das trauen sie halt einem Film nicht zu, der eine neue Form ausprobiert. Da hieß es überall nur, ja, die reden ja nur die ganze Zeit.
Weißt du, und dann kommt der Fernsehredakteur, will dann natürlich, dass sie heroinsüchtig ist und dass sie noch einen Koffer mit Koks dabei haben oder eine Bombe und er ist vielleicht dann doch Mitglied bei der ETA und weißt du, so halt Ja. zum Quatsch, das wollte ich alles nicht. Und da würde ich Sie auch noch gern fragen, da Sie eben die Parallelen zu Before Sunrise schon erwähnt haben, ob Sie das denn vielleicht auch schon planen, ähnlich wie es Richard Linklater getan hat, einen weiteren Teil zu machen in ein paar Jahren und die Charaktere praktisch mit den Zuschauern wachsen zu lassen. Das sind Sie jetzt der Erste, der mir die Frage stellt, und ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe nur jetzt mit Maler Emde und Anton Spieker waren wir jetzt natürlich im Glücksrausch nach dem großen Zuspruch Premiere. Ich glaube, wir haben darüber gesprochen. Hey, wir müssen einen Teil 2 machen. Ich würde das super, super, super gern machen natürlich, aber wir werden sicher nicht mehr mit dem Wohnmobil rumfahren. Das ist einfach zu anstrengend. Das ist der Dreh. Das ist jetzt alles so leicht und schön und sommerlich, aber ein Roadmovie zu drehen ist mega Ja. anstrengend. Also allein die Kameras immer irgendwo einzubauen und diesen 7 Meter langen Ding da doch irgendwie an die entlegensten Orte zu fahren, durch irgendwelche Bergstraßen und dann immer ohne Geld, ohne Drehgenehmigung einfach da, zum Beispiel die Wiese in den Bergen, sind wir einfach mitten reingefahren, ne? In Spanien geht das, also in Deutschland wird das natürlich nicht gehen, aber in Spanien geht das. Aber das Problem ist dann drehst du die große, große Liebesszene, die Schlüsselszene, the key moment. Und dann kommt der Parkwächter und sagt, oh sorry, 2 Stunden seid ihr hier raus und ich habe nur 2 Stunden die Szene zu drehen. Ich meine, das ist ein Stress, der ist einfach unvorstellbar, ja. Und Aber da den will kann ich mir man. nicht mehr antun. Das heißt, das nächste Mal sitzen Sie, das Schönste wäre natürlich in Wien, auf dem Hausdach irgendwo oder an der Donau Vielleicht auch auf einem anderen Kontinenten. oder in Vorarlberg auf der Silvretta Nova oder ja, anderen Kontinenten, ja, klar. Ich weiß nicht. Ich finde es gut, dass der Film in Europa spielt, weil es ist die klassische Tour, die du als Student machst, ja, durch Frankreich zu fahren, an Atlantik und dann runter nach Spanien. Ist ja auch irgendwie, weißt du, das Konzept des Films eben nah an der Realität. Das heißt, was kann sich ein Student leisten? Ja, ich meine, wo fahren die hin? Und es ist ja auch die Idee Europa, die so ein bisschen dann auch doch wieder in dem Film durchdringt und die ich einfach so toll finde, dass du einfach fährst über die Grenze und lernst eine andere Kultur kennen. Allein schon das Essen ist völlig Ja, anders. natürlich. Und das ist so wunderschön. Wir wissen das meistens. Wir wissen das selber, glaube ich, gar nicht so richtig zu schätzen. Ich bin oft in Brasilien zum Beispiel. Es ist ein riesiges Land, aber sie sprechen überall Portugiesisch und es sind überall dieselben Gebäude, dieselben Möbel, dieselben, die Menschen sind ungefähr gleich drauf. Ja, das ist nicht so wie in Europa. Das ist schon echt eine tolle Sache. Und ich kann jedem empfehlen, auch diesen Trip mal einmal zu machen in sein Leben. Gerade Frankreich ist so wunderschön und Nordspanien und oh. Weil Sie die ganzen Schauorte erwähnen, würde mich interessieren, ob teilweise etwas spontan zum Drehbuch dazugedichtet wurde, während man beim jeweiligen Drehort war. Das sieht jetzt alles ein bisschen so spontan aus, aber wenn ich jetzt ehrlich bin, dann muss ich sagen, ich habe den ganzen Trip 2 Jahre davor gemacht und die Locations genau ausgesucht, sonst Okay. wäre das mit dem Budget einfach nicht möglich gewesen. Also es gibt natürlich die Sachen, wo sie am Fluss dann zum Beispiel, da springen sie auf so ein Boot und machen, blödeln so ein bisschen rum, das ist spontan, da stand halt so ein Boot, dann sagen, komm, so Sachen macht man natürlich dann schon und oder verschiedene, diese Schlossbesichtigung da in Frankreich, die war auch spontan. Dann, was war noch? Die letzte Szene in dem portugiesischen Café, das Café haben wir auch erst einen Tag vor dem Dreh gefunden und der Kaffeehausbesitzer hat dann gleich den auch mitgespielt. Das ist ja das, das. Es hat Vor- und Nachteile, mit kleinem Budget zu arbeiten. Also das Gute ist, du castest dann einfach keinen portugiesischen Schauspieler, der den Kaffeehausbesitzer spielt, sondern du nimmst den echten und du spürst es. Du spürst es Ja. einfach, wie der schon die Stühle zusammenlegt und Man merkt es absolut. aufräumt. Das ist ein Kaffeehausprofi. Das macht er jeden Tag. Und das, ein Schauspieler, den du nur für einen Tag engagierst, der kann das meistens nicht so gut, weil der sich nicht genügend vorbereitet, weil er sagt sich, ich krieg 500 Euro, warum soll ich jetzt studieren, wie man Stühle aufeinander stapelt? Oder der Vater zum Beispiel, den haben wir auch dort vor Ort einfach aus der Fußgängerzone geholt.
Okay. Das finde ich jetzt vielleicht nicht so gut gelungen, weil er schaut ihm überhaupt nicht ähnlich. Aber es hat im Moment funktioniert, fand ich. Also das ist dann wieder der Nachteil mit dem geringen Budget. Du kannst jetzt einen spanischen Vater zu casten und einzufliegen hätte und Hotel hätte alles in allem ja doch dann wieder 2000 Euro gekostet und wir wussten einfach noch nicht, wann wir da ankommen, weil der Drehplan war völlig offen. Wir haben uns völlig nach dem Wetter gerichtet. Wenn es geregnet hat, sind wir einfach auch mal 5 Tage im Campingplatz gesessen und gesagt, ich habe immer gesagt, wenn es regnet, drehen wir nicht, da habe ich keine Lust. Ich will, dass die Sonne scheint in dem Film. Das ist unrealistisch in dem Film, dass das Wetter immer so schön ist. Obwohl ich muss sagen, als ich selber den Trip gemacht habe, 2013 war wirklich durchgehend Sonne. Aber wie es dann halt so ist, als wir den Film dann gedreht haben, 2015, hat es ziemlich viel geregnet. Es hat die Stimmung der Protagonisten, finde ich, auch gut eingefangen, das Wetter. Ja. Da würde mich noch zu guter Letzt interessieren, was für Projekte wir nächstes Jahr von Ihnen sonst noch so erwarten können. Ja, ich drehe gerade eine Doku in Brasilien über Fische. Die fischen wir vor 500 Jahren. Dann arbeite ich auch an einer Geschichte an einem Jungen aus der Favela, der telepathische Fähigkeiten hat, auch dort in Brasilien. Ich würde so gerne eine Komödie machen als nächstes, eine richtige Komödie, zum Beispiel mit Josef Vater oder so, das wäre mein Traum. Ja? Ja. Das könnten Sie, glaube ich, sehr gut. Also vor allem, ich glaube, Ihr Dialog wird sich gut mit. Ich weiß nicht, ob ich das kann, aber ich kann es versuchen. Also es ist natürlich die schwierigste Form, die Komödie. Ne? Ich liebe Humor und ich liebe Ironie. Manchmal baue ich dann schon Ironie ein in meine Dialoge, obwohl ich das gar nicht so bewusst wollte. Und das ist einer der schönsten Momente, wenn du bei der ersten Vorstellung merkst, dass die Leute den Film teilweise gar nicht mal hundertprozentig so verstehen, wie du es wolltest, sondern dass sie ihre eigenen Gedanken da reinlegen und ihre eigene Interpretation. Und dann weißt du, du hast wirklich. Ich muss sagen, ich mag das bei Filmen, ja? wenn nicht alles festgelegt ist, wenn Sachen passieren auch und wenn Zufälle eine Rolle spielen und wenn jeder den Film ein bisschen anders versteht, das ist, glaube ich, eigentlich schon ein Qualitätsmerkmal. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht Selbstlob betreibe, aber es ist schon irgendwie auch so meine Art zu arbeiten, eben nicht alles hundertprozentig festzulegen. Das ist manchmal chaotisch und anstrengend, aber im Endeffekt kommen so ein bisschen dann auch wildere, schrägere Sachen raus. Und ich finde die schrägen Sachen, die eigenartigen Sachen immer besser. Und der Film ist auf keinen Fall perfekt, ne? Das ist er auf jeden Fall nicht. Es gibt so ein paar Sachen, die nicht perfekt sind, aber das finde ich auch gerade gut. Weil die super perfekten Filme, ja, die kannst du dir eh jeden Tag im Dings anschauen, im Cineplex oder halt eben die Hollywood-Filme, da ist alles von A bis Z, von hundertsten verschiedenen Vollprofis durchkonstruiert und du gehst hin, du zahlst deine 8 Euro, 10 Euro für die Karte und du weißt, was du bekommst, aber dann du kriegst was, du bist nachher zufrieden, du gehst nach Hause, aber irgendwie ist der ganze Abend dann doch. Was fehlt, ist die Überraschung an dem Kinoabend. Die echte Inspiration, die kommt ja durch die Überraschung und nicht durch das, was du. Weißt du, du weißt, okay, ein Film wie ein Diesel, du weißt, was du kriegst, du machst eine sichere Investition. Aber ist es wirklich das Leben? Ist es das Spannende am Leben, die sichere Investition? Was ist, weißt du, mit Pauschalreisen, du weißt, okay, das Hotel wird gut sein, der Strand wird gut sein, du zahlst diesen Betrag. Das hat alles eine Top-Bewertung, du machst den Urlaub und dann ist er genauso, wie du es erwartet hast. Aber was ist, wenn du einfach losfährst und guckst, wohin dir der Wind dich trägt? Ja. Ist das nicht eigentlich, ich glaube, das ist im Endeffekt inspirierender. Ja, genauso ist es mir gestern mit Ihrem Film gegangen, weil ich habe zuvor gar nichts vom Plot an sich gewusst und so verzaubert, da war ich dann am Ende. Das freut mich wahnsinnig, ja. Also dann bedanke ich mich für dieses Interview und bin sehr gespannt auf Ihre kommenden Werke. Dankeschön. Dankeschön.